Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Mr. Namdos, der Let's Play Opa, und weiter geht es mit Timberborn. Ja, wir sind ja schon eifrig hier dabei, unser Biberdorf hier im Tutorial ja, auszubauen oder zumindest erstmal so die ersten Grundpfeiler sozusagen zu legen. Und hier habe ich schon nette Mitteilungen, irgendwie Tag 1. Tag 1, 3, Tag 1. Ah, Tag 1, wahrscheinlich wird das so gestapelt, ne? Also Tag 1, 2. Talisa ist erwachsen geworden und Tag 1, 3. Drogal ist erwachsen geworden. Ihr habt zwei neue Erwachsene, also zwei Kinder. Biber sind jetzt zu erwachsenen Bibern geworden. Und ja, ich starte mal. Starten und pausieren kann man das Spiel halt hier über die Leertaste. So, das immer so ganz nebenbei. Und ja, dann schauen wir mal. Wir haben hier noch diese eine Geschichte offen mit dem Bauernhaus, das da errichtet werden muss. Hier ist unsere schöne Wasserpumpe. Ja, Räusper, Räusper. Ich habe mich mal ein bisschen hier mit Kaffee versorgt, damit ich hier die zweite Aufnahmerunde oder die zweite Folge etwas besser über die Bühne kriege, in der Hoffnung, dass das aus dem Wind, was bei der ersten der Fall war. Ich bin nur so ein bisschen näher ran. Ich kann sogar das Feuer knistern. So, er ist hier mit Baum beschäftigt, oder er oder sie, ich weiß nicht genau. Das ist Okima, Alter 13, Biberburg, obdachlos, ja, die sind leider noch obdachlos, arbeitet in Distriktzentrum. Moment. Wohlbefinden 0, ja gut, ne, arbeiten, aber nicht wohnen können, ist nicht so toll. Arbeitsgeschwindigkeit, Wohlbefinden 0, 0%. Nächster Rang, Wohlbefinden 5 plus 10%. Aha, dann wird die Arbeitsgeschwindigkeit entsprechend höher. E. Bewegungsgeschwindigkeit, Wohlbefinden 0, 0%. Nächster Rang, Wohlbefinden 2 plus 5%. Lebenserwartung, Wohlbefinden 0, 0%. Was? Sofort tot. Nächster Rang, Wohlbefinden 7 plus 20%. Okay. Grundbedürfnisse, Hunger ist gestillt, Durst auch, durchaus Schlafbedürfnis, na du, da ist natürlich noch so ein bisschen, ja gut, ist noch, aber ne, Schutz ist überhaupt nicht gegeben, minus 3, aber na gut, hier ist aber plus 1, immerhin, aber Schutz minus 3, das ist Fell, nicht gegeben, Karotten haben wir noch nicht, Sonnenblumenkerne haben wir noch nicht, Grillkartoffeln, jetzt wird es aber ganz heftig, wir haben Ansprüche, Brote, was, gegrillte Kastanien, aha. Die feinen Herrschaften hier, ne? Ja. Rohr, was? Rohrkolbencracker? Ein Rohrkolbencracker. Gegrillte gelbe Teichrose, wenn's denn mundet, gerne. Ahorngebäckstücke. Soziale Kontakte, Lagerfeuer und was? Dachterrasse. Ah. Ästhetik, Biberstatur, Dach, Strauch, Vogelscheuche. Was? Vogelscheuche? Ehrfurcht, Monument der Arbeiter. Flamme des Fortschritts, Marsch an den Erfinder wahrscheinlich, das muss man nicht mal ganz lesen. Spaß, Karussell, Schlammbad, Reifbad, oh, okay. Wissen, Bücher, Spiritualität, Schrein und Tempel. Mann. Da kommt einiges auf uns zu. So, Moment, Bauernhaus ist jetzt fertig. Da arbeitet noch niemand. Klar, das müssen wir noch machen. Ich sollte mal ein bisschen näher ran, wenn das irgendwie geht. Ich glaube, das macht nur 5 Zoom her. Das sieht aber ganz schmuck aus. Ich kann jetzt nicht so richtig erkennen, was das ist. Ich glaube, irgendwelche Kisten, Körbe und dergleichen mit den Erzeugnissen der Natur. So, dann gehe ich mir mal fortsetzen. Landwirte arbeiten erst dann, wenn du ihnen sagst, was und wo sie pflanzen sollen. Benutze das Werkzeug Nutzpflanzen anpflanzen, um ein Karottenfeld zu markieren. Okay? Nutzpflanzen
müssen auf bewässertem Boden gepflanzt werden, sonst trocknen sie aus und sterben ab. Sehr, sehr realistisch. Pflanze, Karotten, 0 von 100. Oha. Ja. Moment, was war das jetzt hier? Ach, da blinkt es ja. Nutzpflanzen anpflanzen. Und wir sollen da Karotten anpflanzen. Und das müssen wir hier ihm sagen. Vom Gebiet her. Nee. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Fläche wir da letzten Endes brauchen. Mach das mal so. Das sind jetzt Moment mal 1, 2, 3, 4, 5. Das sind jetzt 4 mal 5, also 20. Muss ich jetzt da für 100 entsprechend das Feld machen? Das wäre natürlich sehr, sehr extrem. Oder ist es halt so, na klar, je größer das Feld, desto schneller erreiche ich die. Ich mache mal hier so ein 5x5. Das passt da gerade so hin. Und ich glaube, das ist ganz okay. Ja. Wahrscheinlich habe ich es komplett übertrieben. Ne, 25. Ah, alles klar. Okay, dann war die Idee schon richtig. Ah. Das heißt also, je größer das Feld, desto schneller kommt man natürlich da entsprechend ans Ziel. Verwende dieses Werkzeug, um einen Bereich zum Pflanzen zu bestimmen. Erforderliches Gebäude, Bauernhaus, das haben wir schon. 4 Tage, 3 Karotten. Ah, okay. Klicke auf ein einzelnes Feld oder halte die Taste gedrückt, um einen Bereich auszuwählen. Ja, das haben wir ja schon. Und rechts kommt man noch wieder raus. Klicke mal so auf ein so ein Feld. Kriegt man da irgendwo. Ja, ja. Karotte heranwachsend. Rohe Karotten bieten Bibern eine ausgewogene Ernährung und befriedigen außerdem ihr Knabberbedürfnis. 4 Tage, 3 Karotten, 2% im Augenblick erfüllt. Diese Pflanze ist gut bewässert und am Leben. Das hört sich schon mal gut an. Ja, sehr schön. So. Achso, ja, die sind dann natürlich da noch beschäftigt und das dauert natürlich erst ein Weilchen, bis diese 100 erreicht sind. Ich hätte also wirklich, um das Maximum hier schnell zu bekommen, wirklich ein 100er Feld errichten müssen, hier mit den 25. Das dauert natürlich jetzt ein bisschen. Auf der anderen Seite ist es ja durchaus realistisch, denn wir haben hier nicht beliebig Platz. Und ich kann hier nicht für diese Landwirtschaftsgeschichte hier die gesamte Map entsprechend benutzen. Ah, Tag 1.5. Dorlegax ist erwachsen geworden. Der blinkt wahrscheinlich deswegen, weil ich hier noch nicht die entsprechende erforderliche Zahl da erreicht habe. Ich könnte jetzt hier noch ein weiteres Feld 5x5 errichten oder vielleicht noch größer, aber das muss jetzt erstmal wachsen. Das geht nicht anders. Das dauert aber eine ganze Weile. 6% sind erreicht. Warte mal. Wir können hier eine Beschleunigung durchführen. Jetzt dürfen die sich doppelt so schnell bewegen. Und jetzt dreimal. Oh, jetzt haben wir den jetzt haben wir jetzt hier Speed angesagt. Und die Wachstumsrate ist aber fertig gewachsen in 4 Tagen. Okay. 15%, ja. Ich lasse das mal hier laufen, ne? Wir können jetzt erstmal nicht weitermachen. Und da wir uns ja noch im Tutorial befinden, ist die Gefahr, dass da jetzt irgendwelche dummen Dinge passieren, erstmal relativ gering. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass die Leute hier irgendwann kein Holz mehr finden. Aber auch das ist erstmal nebensächlich. So. So, Moment mal, ich habe jetzt 3 Karotten an ein Feld. Nee, hätte ich das Feld gar nicht so groß machen müssen eigentlich, um die 100 zu erreichen. Klar, Logo. Ja, dann haben wir entsprechend Reserve. Oh, noch besser. Das wären ja 3 Karotten. Komm, wir haben 3 Karotten pro Feld produziert.
Und die Drittel der Gesamtfläche eigentlich gereicht, um dann die 100 zu bekommen. Egal. Egal. Richtig. Ja, Rosenrote werden die Erwachsene, nehmen keine Kinder, das ist schlecht. Das ist schlecht. So, wie sieht's aus? Achso, hier sind wir ja. Knapp die Hälfte ist erreicht. War gut zu wissen, ne, dass solche Dinge sehr viel Zeit brauchen. 4 Tage, dass die sich echt hin. War hier schon einfach alles abgeerntet. Hier, was wir so an Früchten hatten, da die Bären, die sind komplett weg, glaube ich. Nur ganz kurz hier drauf. Bären 2020. Achso, der ist voll. Okay. Der ist voll. Und dadurch, dass hier ja dann noch entsprechend Bären vorhanden sind. Ah, über 200. Wasser ist auch noch mehr als genug da. Das ist ganz klar. Bin ich hier so den Tageswechsel auch klasse gemacht. Halt, ne? Von morgen über Mittag, Nachmittag und dann halt in den Abend hinein. Und die sind hier in sich dabei, sind wieder geschlafen. Ich finde es auch gut, dass die nachts schlafen. Man kennt das von anderen Spielen, dann werden die, also, da wird immer durchgearbeitet, egal was kommt. Und hier halten die dann wirklich Nachtruhe. Das ist schon alles sehr, sehr schön gemacht. So. Wusel, wusel. Wusel, wusel, gedusel. Moment. Mal ganz kurz drauf. Und, das sieht doch nett aus. Auf seinen Schwanz hocken. Ist ja wohl nicht wahr. cool. So, wie weit sind wir? Wir waren ja gerade schon irgendwie bei. Oh. 70%, 88% sind erreicht. Wir nähern uns den 90% an, immer hier wieder auf Normalgeschwindigkeit. Das dürfte sich ja jetzt hier. Na, wir warten mal die. Bis wir hier 95 oder sowas erreicht haben. 99. Ja, so, 95%, egal. Das wird ja in sehbarer Zeit für dich werden. Dann können wir uns hier noch ein wenig umgucken. Uns des Gewusels erfreuen. Da wird gerade wieder eifrig Wasser gepumpt. Zur Pumpe am Start hier. Wir sind bei 96%. Wuselfaktor ist immer noch hoch. Ah, da sehen wir schon, da die Bäume hier, die haben Harz. Die von Harz, fertig gewachsen in 7 Tagen, wächst, wenn reif, gesammelt von, was war das? Zapfhütte, da weißt du schnell weg. Und in 12 Tagen Holzscheite fertig gewachsen. In 12 Tagen gesammelt von Holzfederfahnen. Die haben wir natürlich hier im Augenblick nicht am Start. So, was ist los hier? 99%. Ha! Dann wollte ich den Kaffee nachschieben. Da sind sie fertig. Die ersten Karotten. 100%. Sehr gut. Die nächsten Karotten kommen nachgeschossen hier. Da tut sich was. Sehr, sehr schön. Werden eifrig
Karotten geerntet. Das dauert natürlich jetzt auch noch seine Zeit, logisch. Also ich sag mal so, die Viva-Animationen, die sind schon sehr, sehr, sehr gut gelungen, finde ich. Weitere Karotten werden reif und werden entsprechend abgeerntet. Die ersten Karotten, glaube ich, werden auch eingelagert, was ich nicht sehe. Und die beiden Kollegen da, die sind da eifrig beschäftigt. So, rein mit den Karotten. Ja, Moment, was ich jetzt nicht weiß, hatten die anfangs... Nee, Moment mal, die hatten anfangs noch gar keine, ne? Oder? Oh, das bin ich übrigens... Weiß ich jetzt gar nicht. Das Feld war ja von vornherein, glaube ich, nicht bestellt. Oh, da müssen wir noch ein bisschen warten, bis wir die 25 zusammenkriegen. Da habe ich jetzt irgendwie vollkommen falsch verstanden. Ich dachte, die wären schon da irgendwie, aber nein. Die Startbedingungen waren ja irgendwie anders als davor. Ich glaube, erst so aus. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Weil wir auf den Schlagweg da irgendwie so 25 hatten, deswegen kam ich erst da drauf und so, okay. Ja, egal. Zur Not muss ich dann halt auch gleich nochmal den Turbo einschalten. Nee. Dann verstehe ich das aber, das sind 5 Knochen. Feld, also 25 Felder und pro Feld 3 Karotten. Also wir müssten eigentlich mehr als 100 produzieren. Rein theoretisch. Oh, oder habe ich da irgendwas komplett falsch verstanden? Wenn die hier sagen 25, dann würde jedes Feld nur eine Karotte bringen, aber hier steht was von 3 Karotten. Gucken wir mal. Eventuell habe ich mich jetzt da irgendwie vertan oder irgendwie nicht so richtig kapiert. Man sieht es auch hier, ne, es werden ja auch 3 Karotten tatsächlich angezeigt. Und 3x 25 ist mehr als 100. Nee, Moment. Ich bin auf dem falschen Pferd. Moment, Umblick. Erzähl ich. Oh, wir müssen auf 75 kommen, ne? Genau, bei 3x 75. Oh, Entschuldigung. Ja, Mathe. Eine Realität vorbei. Aber trotzdem, wir wären weiter als das, was die da im Augenblick anzeigen. Komisch. Moment mal. Aha, also er hat jetzt schon 25 Karotten von 50, die hier maximal reinpassen. Das heißt, wir müssten auf die 75 kommen. Das müsste eigentlich klappen. Müssten noch 13 Felder sein, ich habe nicht ganz falsch gesehen hier. Jo, dann ist das soweit richtig. Moment, ich gehe nochmal hier auf den Turbo. Das Ganze dauert dann doch etwas länger. Ja, Mensch.
Kopf verrechnet. Was hatte ich denn da im Kopf? Nur Unsinn. Bin ich nachgedacht. Nicht richtig gerechnet vielmehr. Normalerweise müsste ich dann die Felder dann doch größer machen. Wenn wir da 100 Einheiten hinbekommen, weil die brauchen jetzt 2 Ernten, um auf die 100 zu kommen. Ich gucke ganz kurz hier doch auf. 34,50 oder so komplette Ernte. Also fast eine komplette Pferde. Moment, vielleicht haben die ja schon einen Teil hier reingebracht. Moment mal eben. Hier werden aber nur die Startgüter angezeigt. Ein Lagerplatz in dem Sinne ist das ja, glaube ich, gar nicht, ne? Ist falsch. 39. Irgendwas ist hier vollkommen komisch. Oder haben die sich zwischenzeitlich schon bedient? Das kann natürlich auch sein. Sehen wir, dass meine Rechnung vollkommen 5 A. Oder irgendwas habe ich falsch kalkuliert, überlegt, wie auch immer. Ah ja, die bedienen sich. Ja, jetzt haben wir es gerade gesehen. Die sind ins Bauernhaus rein und haben sich da mit Karotten versorgt. Deswegen weniger. Und ich muss dann wahrscheinlich tatsächlich das. Also es geht nicht so. Ne? Ich krieg das sonst hier nicht gelöst. Ah, das ist ja blöd. Moment, ich bin auch hier auf Normalgeschwindigkeit. Ich habe gedacht, dass sich das aufaddiert und dass die dann halt irgendwann dann auch noch die 100 kommen. Aber er will tatsächlich ein entsprechendes Feld von 100 Karotten. Das ist ja, gut, ich habe ja, was habe ich? Moment. Karotten. Man sieht es gerade. So, Moment. Da haben wir jetzt 40. Das ist aber heftig. Also wenn ich da so viel Platz verbraten muss. Höhe und Feld. 90, noch eine. Das ist aber heftig. Also, das war das, was ich meinte hier, ne? Von wegen, weil ich gesehen habe, die 100, ich denke so, ja, machst du ein 25er Feld, dann ernten die das entsprechend ab und die kommen dann irgendwann auf ihre 100 und gut ist. Ich habe natürlich meinen Rechenfehler da noch gemacht bei meinen internen. Und, ja gut, ne? Man lernt ein Spiel natürlich auch erstmal kennen. So von der Steuerung her und von den Vorgaben, das ist jetzt so ein Riesenfeld. Boah, das tut euch mal an, dass da an Platz verbraten wird. Das ist immer, das muss man vorher wissen. Naja, ich meine, gut, wir sind im Tutorial, denn nächstes Mal weiß man Bescheid. Wenn man hier so ein Teil hier platziert, dann sucht man sich direkt eine Stelle raus, die genügend Platz bietet. Was natürlich am Anfang nicht immer ganz einfach ist. Man hat einen begrenzten Bereich, der nur zur Verfügung. Hier Pflanzen, das kann man vergessen. Und so kriege ich ja hier natürlich jetzt nichts anderes mehr gebaut. Das ist das Problem. Nun gut. Aber für die Zukunft weiß ich Bescheid. Da muss ich dann wirklich dann halt 100er Felder bauen, wenn entsprechende Erfordernisse gegeben sind. Halt, wenn das entsprechend angefordert wird. Okay, ja, soweit dazu. Ja, man muss halt am Anfang eines solchen Spiels immer ein bisschen Lehrgeld zahlen. Max
wachsen die nach? Wachsen von selber nach. Wir haben ja hier eifrig schon Holz, ne, gefällt und so weiter und so fort. Und war da nicht sowas, dass man auch Förster braucht? Konnte man nicht so gar irgendwie, war da nicht irgendwie sowas? Oder habe ich da was im, falsch in Erinnerung? Aber die Bäume wachsen automatisch von selber nach. Was schon mal nicht schlecht ist. Gut, was will er denn jetzt noch von uns? Alle platzierten Gebäude verfügen zwar über einen gewissen Speicherplatz, aber sie füllen sich schnell. Das haben wir gesehen. Baue einen Holzscheitstapel, um Holzscheite zu lagern. Kleine Wassertanks, um Wasser zu sammeln und ein kleines Lagerhaus, um Bären und andere Ressourcen zu lagern. So, baue einen Holzscheitstapel. Moment. Holzscheitstapel. Zur Lagerung von Holzscheiten. Nur ebenerdig, muss auf dem Boden gebaut werden. Kapazität 180. Aha, okay. Da wir... Moment, da haben wir Holz und da haben wir Holz. Ich will jetzt nicht zu viel... Ja, ich will das jetzt nicht hier unbedingt hinsetzen, weil hier ist... guter Boden, da ist so trockener Boden und zum Lagern würde ich sagen, reicht das eigentlich, wenn wir das Ding hier hinsetzen. Ist vielleicht nicht optimal, aber okay. Dann haben wir das schon mal. Baue kleiner Wassertrank 0 von 3. Moment, Wasser, Lagerhaus machen wir anschließend. Kleiner Wassertank. Speichert eine kleine Menge Wasser, Kapazität 30. Da wir da die Pumpe haben, würde es sich anbieten, an der Stelle den Wassertank zu errichten. Und was brauchen wir sonst noch? Kleines Lagerhaus. Moment. Kleines Lagerhaus hier. Bewahrt Güter auf. Stabil, andere Gebäude können darauf gebaut werden. Kapazität 200. Das ist immer nicht schlecht. Lagerhaus, okay. Das kriegen wir sogar noch hier hin. Das ist cool. Dann würde ich hier das Lagerhaus hinsetzen. So. Ja, das muss alles natürlich noch gebaut werden. Im Augenblick haben wir ja nur die Bauaufträge. Ich jetzt hier rum, ich stelle am linken. Achso, weil ich glaube, war das noch nicht fertig. Logischerweise. Das ist noch ein Baubegriffen. Cool. Ja, dann würde ich sagen. Wir haben ein bisschen Lehrgeld gezahlt. Wir haben gemerkt, meine mathematischen Fähigkeiten sind schlechter, als ich das selber in Erinnerung hatte. Und ja, mit dem Rechnen habe ich es nicht so. Und wenn 100 Felder gefordert sind, dann muss man dann wirklich 100 Felder bauen. Es ging nicht darum, wie viel Karotten kann man abernten, sondern wie viel Feldkapazität habe ich hier. Und da muss das entsprechend gebaut werden, sonst kriegt man das hier nicht gelöst. Und jetzt haben wir, Moment, achso, Moment mal, kleiner Wassertank, 0 von 3, da fährt man das nächste kleine Problemchen, deswegen blinkt der noch hier, ich muss da 3 Stufen machen. Ja, ist aber auch kein Thema, kriegen wir auch gewuppt, mach ich noch eben. Nein, dahin, da kriege ich leider nichts mehr hin, das ist, achso, ja, wegen dem Teil, das ist aber auch nicht weiter schlimm, ich mach doch mal anders. Hier. Ich habe hier den Pfad. Dann baue ich den noch ein bisschen weiter aus. Moment, da muss ich mal darauf klicken. Setze hier so einen Pfad hin. Und würde sagen, kleiner Wassertank. Achso, dann kriege ich die auch hier hin, sehe ich gerade. Naja, aber trotzdem, der Pfad zu bauen ist nicht verkehrt. Oder vielleicht, Moment mal eben, doch besser hier hin. Richtig, dann kann ich hier noch weitere Tanks, wenn das gefordert ist, hinsetzen. Ja, ich glaube, das kann man machen. Ist jetzt nicht die beste der Lösungen, aber nun gut. Wir haben das auf jeden Fall den Auftrag gegeben. Eine Sache ist auch schon fertig. Ja, der hier in der Holzscheitstapel ist schon fertig, der wird auch schon genutzt. Denn der erste Wassertank ist ebenfalls fertig. Das kleine Lagerhaus ist jetzt gerade fertig geworden. Ja,
Ja, das ist recht fix. Dann würde ich sagen, warten wir den Bau der beiden anderen Lagerstätten auch noch ab hier, ne, die beiden Wassertempel, die dann noch fertigzustellen sind, wie bei dieser hier. Da wird schon eifrig gewerkelt. Das könnte hier noch ein bisschen dauern, der wartet dann auf Holzscheide. Und, ja, Wolf, sieht doch ganz gut aus. Wir haben hier 580 und wir haben hier im Augenblick 10 Karotten. Nur so ein Verkehr. So, immerhin. Oh, es wird. So langsam komme ich rein. Und, ja, gut, mit dem Holzscheiden, das dauert natürlich. Dann wird auch schon wieder eifrig hier, ne, wie es schon wieder eifrig genagt. Sehr schön. Das ist natürlich ein Problem, dass der so weit weg ist. Ne? Da haben wir ziemlich nach weiten Weg in diesen Holzscheitstab gekommen. Da hatte ich auch kurz überlegt, wo mache ich den jetzt am schlechtesten hin. Deswegen habe ich gedacht, den hier hinzusetzen, da so eine Verbindung zu machen. Aber ich wollte den Weg, also hier die Fläche nicht komplett verbraten. Und es lernt sich alles. Ne? Hier ist die Nummer 2 fertig. Die sieht hier mit Nummer 3 aus. Befindet sich noch im Bau. Braucht noch ein paar Holzscheiten. Gut, wie ich das hier richtig sehe. Ich habe das mal richtig gerechnet. Da kommen auch schon ein paar Lieferungen an. Jetzt noch 5. Das kriege ich auf jeden Fall im Kopf noch hin. Gut. Ah, das ärgert mich. Das ärgert mich. Ah, oh nein. Unsere Siedlung hier, unsere kleine Tutorial-Siedlung, die macht aber schon kein schlechtes Bild, würde ich mal so behaupten. Das kann sich schon sehen lassen. Und ich finde auch die Gestaltung hier, ne, der Gebäude, der verschiedenen Gebäudearten und Typen, das finde ich sehr, sehr schön gemacht. Das sieht irgendwie urig aus. Nur so sagen. Ja. Ja, was ich auch gut finde, ne, wie gesagt, dass die Bäume hier selber nachwachsen. Damit ist dieses Teil fertig. Und wir könnten jetzt hier theoretisch fortsetzen. Ich würde aber sagen, die Fortsetzung, die machen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles Gute und genießt die Zeit.